Moin moin miteinander und herzlich willkommen zu Legend of Grimrock 2. So, weiter geht's. Ich will ganz kurz mal gucken. Achso, hier ist nur die Keule. Okay. Habe ich da gerade was gehört? Ich glaube nicht. Trotzdem. Da. Ich muss mal überlegen, wann geht das Ding hier zu? Ich möchte hier nicht eingesperrt werden. Was ist denn das? Irgendwas ist da. Die Frage ist, was? Machen wir mal hier ein bisschen Kraft. Das sind diese Rattenmenschen mit irgendwelchen Hunden. Ja. Da ist schon einer. Oh, das sind die nächsten. Na gut, solange die... Ah, so ein Mist. Solange die hier Stress machen, kann ich sie nicht. Da kommt schon der Nächste. Was mache ich überhaupt? Rattenmensch. So, mein Licht geht aus. Da sind noch mehr. Throwing Knife, das ist gut. Na komm. Na, da ging doch auch wieder einer längs gerade. Okay, das machen wir anders. Ich habe so eine böse Befürchtung, dass das der Boss ist vom... dass das der Rattenboss ist. Der da wieder rumschleicht. Oh, oh, oh. Au. Wo ist der Hub? Da ist der Hub. Hier sind ja richtig viele. Na gut, aber hier kann ich ja schnell fliehen, ne? Fleisch brauche ich. Das ist das Gute, wenn hier Waage sind, ein bisschen was zu essen. Ah, das hätte ich nicht machen sollen. Niemals vom Gegner weggucken. Au. Schwein. Nein! Der Gnom! Nicht schon wieder? Ich geh mal weg. Da war der Gnom schon wieder. Oh, wie ich den nicht leiden kann. Und die ist verletzt. Ich vermute mal. Ja, was vermute ich? Dass die anderen Gegner auch mittlerweile voll sein werden mit Monstern. Das vermute ich. Was mir gerade auffällt, wenn sie das Skillbuch jetzt nimmt, dann hätte
hätte sie zwei Skillpoints, dann könnte ich ihr Heavy Armor geben. Also das, was ich gerade weggeschmissen habe. Ha. Das ist echt eine Überlegung wert. Das ist eine Überlegung wert. So, die Stiefel brauche ich nicht. Noch irgendwas, was ich nicht brauche. Ich denke mal, den Orb of Wilson brauche ich auch nicht, ne? Der Film verschollen, schöner Film, aber... Ich glaube, das ist eher so ein kleiner Gag. Also Gear Necklace brauche ich, glaube ich, im Moment zumindest auch nicht. Pelz brauche ich auch nicht. Bin ich am Überlegen. Soll ich nochmal zurück nach Stormbreach? Dort liegt immerhin Essen. Oder soll ich jetzt, keine Ahnung, ich schau mal kurz, ob hier draußen alles respawned ist. Ich sehe nix. Aber ich möchte auch irgendwie... Wir gehen nochmal zurück. Wir machen das aber so. Mit Unsichtbarkeit, ne? Besser ist. Hoppala. Was war das denn? Poff? Der ist verschwunden. Die Sau hat sich wieder mal wegteleportiert. Was haben wir hier? Schön unsichtbar bleiben. Überraschung! Seht ihr den hier? Den meinte ich vorhin. Das gefällt mir gar nicht. Weg. Ah! Was war das denn? Das war irgendwas nicht Nettes. Erwischt. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ist natürlich blöd, mit ihm hier herumzutanzen, während so viele andere Gegner hier sind. Der brüllt. Na, mein Freund. Ich habe sie alle erledigt.
mehr kommen? Ich bin weg. Daneben, das gibt's nicht. Na komm. Au! Das tat weh. Schrei nur. Alter, kann auch weit stecken, ne? Naja, ist ja auch ein Boss, ne? Bosse müssen was einstecken. Oh, das war, glaube ich, gefährlich. Leben! Alter Schwede. So, noch eine Kanone. Ja, falls wir zwei Alchemisten dabei haben, oder wie? Nee, danke. Aber hier ist ein Letter. Ich nehme ihn mal schon mal mit. Aber irgendwie... Habe ich da irgendein Knurren gehört? Ich gehe lieber auf Nummer sicher, dass ich die Gegend nochmal auskundschafte. Was hat das eigentlich gebracht hier? Boah. Bisschen Erfahrung hat's gebracht. Also, on his way to Ascension, Kil'Hagan, roam the island and church of the hidden shrine. A year passed and 10. Also 11 Jahre. A year passed and then 10. After a very long time did the old Kil'Hagan finally understand the nature of his error. The gate was revealed not by the most complex, but the most balanced spell of them all. Habe ich mich hier eigentlich schon... Nee, habe ich mir nicht... Ich mache mir mal eine Notiz. Kil'Hagan. Balanced Spell. Also. Wir brauchen nicht den stärksten Spruch. Also, Way to is, also er hat 11 Jahre gebraucht. Er hat herausgefunden, auf seiner Suche nach dem versteckten Schrein, dass man nicht den stärksten Zauber braucht, sondern den am meisten ausgeglichenen. Oh, 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 ein Varg. Und das ist einer von den dicken Vargen. Au. Boah, das tut echt weh. Au. Ah, diese großen Waage, die sind böse. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Die können bleiben, wo der Pfeffer wächst. So, ich gehe hier nochmal kurz an den Strand. Ich erwarte aber eigentlich nichts Neues mehr hier. Außerdem, ich muss den Brief noch lesen. Was war hier? Sewer Exit West. Okay.
ins Hub, würde ich mal sagen. Da sind wir sicher. Zumindest ist bisher da nichts passiert. Ich würde mich ja totlachen, wenn hier plötzlich irgendwann mal dieser Kobold auftaucht. Der wurde hahaha reingelegt. Genau. Genau, wenn alle Dinger aktiviert sind. Dass dann hier die Party losgeht. So. Füllen wir mal den Beutel wieder voll mit ein bisschen Essen. Noch mehr Essen. So, Notizen kommen zu dir. Lesen wir mal. Letter. To the mightiest and most vicious beast of them all. Also, an das mächtigste und gefährlichste Biest von allem. Be it known that the trespassers are responsible for the death of your twin brother. They came to the island not a long time ago and already they have become a nuisance. Gather your kin and deal with them. The Island Master. Das ist ja ein Fiesling. Also das ist vom Inselmeister. Der meint, der schreibt halt an diesen Großen. Ja, nicht lange her ist es, da haben praktisch Neulinge, also die Insel betreten. Und diese haben deinen Zwillingsbruder getötet. Sammel deine Leute und, kümmere dich um sie. So, das heißt also, das war der Zwillingsbruder von dem Boss. Von dem Rattenboss. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Okay. Gut. Ja, ich gucke auf die Zeit, wir müssen abspeichern. Und in der nächsten Folge, würde ich mal sagen, machen wir uns auf Richtung Friedhof. Ja. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, bis gleich.